Hallo und herzlich willkommen zu einem Haul. Heute ganz dunkel in meiner Sommerfarbe. Ja, ich war in Freibad. Sieht man was? Soll ich mich ausziehen? Nee, mache ich nicht. Ja, ich bin ungefähr 5 Tönen dunkler. Ob man das erkennen kann. Nee. Oh, mein Nagellack sieht man richtig gut. Das ist Orly Vavavoom. Und drauf habe ich ein, ne, ein Topper von Simply. Simply? 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 Das ist eine Marke von Wet n Wild. Aber nicht Simply. Ich kann mich nicht mehr erinnern, wie das heißt. Aber Bilder gibt es im Instagram. So, ja. Ich habe online geshoppt. Ich habe Action. Ich habe was zugeschickt bekommen. Ich habe DM und ich habe ein bisschen Rossmann. Aber richtig eskaliert bin ich in DM. Ja, genau. Dann fangen wir mit DM an, oder? Weil es ist alles hier vor meinem Gesicht. Ich habe mir, wer kann mir glauben, ich habe noch nie ein Produkt von Bilou gehabt. Und hier war diesen Duschgel Made with Love für 1 Euro reduziert. Das ist Chewy Sweets, also eigentlich Bonbons, ne? Ja, der ist nicht eklig süß. Ich habe mir gedacht, das wäre etwas eklig süßes, aber das ist wie, ja, wie diese mini quadratische Bonbons. Die gibt es mit Kirsche und Zitrone und Orange und Himbeere, glaube ich. 4 Sorten. Genauso wie karamellartige Bonbons, aber nicht in Richtung Karamell, sondern fruchtig. Genauso riecht das. Ja, es ist auch Chewy Sweets, also zum Kauen, Süßigkeiten zum Kauen. Interessant. Ja, reduziert auf 1 Euro in DM. Dann, es gibt die 25 Jahre Limited Edition und da bin ich nur dezent ausgerastet. Ich habe die Meinung von der lieben Alina, Frühlingsrollina, getraut und ich habe mir, glaube ich, das war Bodylotion, das habe ich nicht mitgenommen. Aber dafür dürften mit Deo Body Spray frische Kick mit Zitronenmilchshake. So schaut's aus. Passend dazu die Duschcreme Zuckerschnute, Vanille und Zitrone. Ich habe, glaube ich, 5 Flaschen am Anfang. Also ich war zweimal in dem und letztes Haul habe ich noch 2 Flaschen. Eine davon war, glaube ich, gratis. Ja, ich habe auch die Edition, die vor 20, also vor 20 Jahren gab, ne, vor 5 Jahren gab, die hieß nicht Zuckerschnute, die hieß Zauber etwas, glaube ich. Die ist im Badezimmer. Ich habe gesagt, okay, wenn ich die schon habe, dann kann ich die andere aufbrauchen. Ich habe von der alten, es war in einer Tube, ich habe noch eine unangebrochene und wie gesagt, von dieser hier 5 oder 6. Aber ich finde die vorherige, also die beim, die gab es für den 20-jährigen Jubiläum, riecht bisschen anders. Also minimal ist ein Unterschied zwischen die beiden, aber nicht mega viel. Aber es gibt auch Buttermilk Lemon und ich finde, die Düfte sind sehr, 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 sehr ähnlich. Ich rieche noch mal mit euch nach, aber ich habe beide schon mal geschnuppert und vielleicht ein bisschen zitroniger, aber sehr, sehr wenig. Also, wenn die nicht mehr gibt, dann kaufe ich mir die. Es ist eine meiner Lieblingsdüfte, vor allem im Sommer. Von daher dürfte schon die andere mit 50 Cent und die Zuckerschnute, glaube ich, 65 Cent oder so. Dann habe ich mir aus dieser LE auch Shampoo und Spülung Zuckersuch süß mit verführerischem Duft nach Kokos und Schaum küssen. Ich glaube, das werde ich aber im Winter benutzen, weil das riecht eigentlich nicht so schlimm, wie ich mir gedacht habe. Also das Shampoo riecht
Überhaupt nicht so süß, wie ich mir gedacht habe. Und Spülung, Moment, weil sonst. Ah, jetzt sehe ich's. Ich habe gedacht, die Flasche wäre aufgeteilt, aber die ist in der Mitte. Das sind in der Mitte die Flaschen zusammengebunden, weil ich wollte so drücken und es ging nicht, weil das hart ist. Seht ihr? Da. Ja, cool. Nee, ich finde, das riecht überhaupt nicht so mega süß, wie ich mir gedacht habe. Aber coole Idee mit dieser Verpackung. Ja, und natürlich bei der Spülung zweiter Platz Alkohol. Naja, schauen wir mal. So viele Probleme mit meinen Haaren habe ich jetzt nicht. Dann aus dieser LE habe ich mir auch die Handseife geholt, zauberhaft. Eine habe ich schon oben in Benutzung. Ich muss ehrlich sagen, karamellisierten Popcorn, ich finde, das ist eigentlich Zucker. Es riecht nach Zucker. Ja, karamellisierter Zucker, nicht unbedingt Popcorn. Und ja, das ist eine durchsichtige Seife. Ich hätte mir mehr diese cremige mit karamellisierten Popcorn. Also ich hätte mir mehr so eine Farbe fürs Shampoo gedacht. Aber es ist eine durchsichtige Shampoo. Na, farblos. Ja, schauen wir mal. Wie gesagt, ich werde es mir nicht noch nachkaufen. Und es gab noch, glaube ich, eine Bodylotion und die liebe Frühlingsrollina hat gesagt, es riecht von daher Hände weg. Dann habe ich noch die zwei entdeckt. Einmal Creme Dusche Dream Big mit dem Duft von Kokos und Eisbonbon. Und das müsst ihr mit. Today is my day. Ah, das riecht gut. Ich habe im Laden nicht riechen können wegen Maske. Aber es riecht richtig gut. Ja, das riecht gut. Kann mir vorstellen, ein Backup zu sichern, aber ich habe jetzt so viel. Ich habe übrigens in meinem Schub, da wo ich alles habe, ich habe alles umgestellt und umsortiert und und ja. Dann Duschgel Copacabana, weil jetzt alle schwören davon. Oder. Oh ja, das ist früchtig, aber früchtig, fruchtig. Aber irgendwie parfümmäßig. Ich würde es auch als Parfüm benutzen. Davon muss ich mir einen Backup sichern. Das riecht aber richtig lecker. Viel leckerer als das hier. Also. Und dazu, weil so viele davon schwören und die liebe Frühlingsrollina und ich habe es bei der Pinaswelt gesehen, habe ich mir auch diese Copacabana Bodycreme und tatsächlich habe dran gerochen. Tatsächlich, die riecht fast genau wie die gelbe von Brazilian Bum Bum, die Brazilian Bum Bum Cream. Richtig lecker. Ich hoffe, dass die auch so gut ist. Backups habe ich noch nicht, aber es gibt jede Menge Körpercreme und ich habe viel zu viel Körperprodukte da. Von daher musste ich nichts nochmal was kaufen. Dann habe ich bei den reduzierten Sachen das gefunden: Badeeis, Fassmelone. Ich habe mir gedacht, okay, das sieht so was von süß aus. Ich muss es mitnehmen. Nicht zum Schlecken geeignet. Richtig cool. Für 95 Cent reduziert. Ja, 95 Cent würde ich dafür zahlen. Ich vermute, die hat mehr gekostet. Würde ich nicht zahlen. Also 1,50 Euro oder 2 Euro würde ich nicht zahlen. Aber 95 Cent, weil so viel kostet auch eine Badesalz. Ach, wie süß. Ja, ich glaube, die lasse ich auch so. Ich gehe baden vielleicht heute. Mal schauen. Aber ja, richtig schön verpackt. Ich habe diese Dinge gar nicht gesehen bis jetzt. Da gab es noch eine Sorte. Das ist Wassermelone und es gab noch eine Sorte. Aber ich habe die gelassen. Ich habe genug. Dann gehen aus dem Sortiment reparierendes Shampoo Manuka Honig. Und die passende Spülung, stärkende Spülung. Also, und natürlich Cetearyl Alkohol, zweiter Platz in die Spülung. Ja, mal schauen. Ja, genau. Ja, ich werde sehen, wie das ist. Ich habe es nur gekauft, weil es aus dem Sortiment geht, für 60 Cent, glaube ich. Und ich habe die App benutzt und noch.
Was habe ich mir gekauft? Ja, genau, Ariel habe ich mir gekauft und es gab Payback und jede Menge Punkte und ich habe noch Punkte 40-fach oder so auf Balea-Produkte oder ne, 20%. Ich weiß es nicht mehr. Also ich benutze die DM-App, ich benutze jetzt die Müller-App, es gibt die Rossmann-App, Payback-App, Cashback, Igral, alles Mögliche. So. Dann, weil ich wieder ein Aufgebrauch-Video von der lieben Sandra gesehen habe, Make-up and Candles are my passion. Ja, und die schwört immer, immer wieder auf diese Fußcreme mit Urea. Und die habe ich tatsächlich nicht gekauft bis jetzt. Und da meine Fußcreme ist bald alle, als hätte ich noch nicht. Ich glaube, ich habe noch drei oder vier. Aber wie immer, wenn ich was entdecke, geht es aus dem Sortiment. Und ich habe gesagt, okay, ich war in DM. Und wie gesagt, ich habe 20% auf Balea gehabt in der App. Gesagt, okay, die nehme ich halt mit. Ja. Mal schauen. Aber die liebe Sandra ist auch eine Person, die ihre Meinung tue ich sehr schätzen. Von daher, ja. Zwei Nagellacke dürften mit. Da habe ich auch irgendetwas 20-fach Punkte oder so gehabt. Einmal die Farbe 156 und 158. Das habe ich schon mal gesehen, geswatcht. Es hat so kleine Glitzerpartikel oder Plättchen. Richtig schöne Farbe. Ja. So blaues, silbernen Glitzer. Und das ist eine normale Farbe. Aber ja, diese Größe finde ich sowas von perfekt. Man braucht eigentlich nicht mehr als das. So, und es gibt noch eine Payback-Aktion, Garnier Bio. Und da dürfte diese Regeneration Nachtöl mit. Ich liebe Ölen und Serren. Serren liebe ich mehr als Ölen, aber ja. Das habe ich mir dann mitgenommen, 9,95 € glaube ich. Und auf die Seite von Garnier kriegt man sein Geld zurück. Es gibt 30 Milliliter Glasflasche, Pumpspender, richtig schön pflegende Biohanf. Mal schauen. Ich bin sehr gespannt. Öle mag ich auch sehr. Ich habe noch ein paar da. Ja. So, dann machen wir weiter mit Rossmann. Da habe ich nicht viel gekauft. Ich war in Rossmann nur wegen die limitierte Edition Catrice. Wie heißt das? Trination? Keine Ahnung, wie das heißt. Catrice in Kooperation mit Essence, also beide Schwesterfirmen zusammen. Und bei uns gibt es die LE noch nicht. Und ja, ich war zweimal. Von daher musste ich jeweils die Meridol Mundspülung. Zweimal habe ich die mir geholt. Einmal gab es Coupon in Centaur, in das Magazin und einmal habe ich es in der App. Und dann habe ich mir bei jedes Besuch habe ich mir eine Reisegröße geholt. Die kann ich euch empfehlen, richtig gut. Und da, ja, mein Nagellack. Nicht mein Nagellack, mein Nagelentfernerverbrauch ja, hat sich erhöht. Habe ich mir zweimal diese limitierte Edition Nagellackentferner extra stark, benutze ich, wenn ich zum Beispiel sowas habe mit Glitzer und so. Es ist gut, ich hätte es mir noch stärker gewünscht, aber es tut seinen Job, ist aber doppelt so teuer wie den normalen, wenn nicht sogar dreifach. 1,42 €, 1,34 €, keine Ahnung. Und dann zweimal den normalen Nagellackentferner mit Aceton. Ja, der kostet 49 Cent oder so. Gibt es in die große Flasche nicht mehr. Und das ist sowieso die neue Flasche, weil eine Weile gab es den nicht mehr. Und deswegen habe ich mir den von Rival Loves Me geholt mit Aceton. Und der ist nicht so gut wie der hier. So. Und dann in eine Rossmann, ich habe gesagt, ich war zweimal, habe ich endlich diese Nagellack Moroccan Spa gesehen. Das ist die Farbe 01. Und das war's, steht kein Name drauf. Und das ist, ich habe es geswatcht gesehen. Bei wem habe ich es geswatcht gesehen?
Ich weiß es nicht, im Instagram habe ich es geswatcht gesehen und es ist ein holographischer Nagellack. Leute, es ist hollow. Aber das kann man nicht erkennen in der Flasche. Nee, kann man nicht. Kann man leider nicht erkennen, aber ich sag's euch, es ist hollow. Hollow! Ja, für 1,49 € reduziert, sonst kostet die 2 € etwas. Wenn ihr die Farbe noch seht oder die LE noch seht, schaut mal nach und ihr werdet sehen, das ist ein holographischer Nagellack. Sehr selten. Vor allem von diesem, für diesen Preis. Dann war ich bei Action. Da habe ich überhaupt nicht viel gekauft, weil ich habe nur Boxen gebraucht und meine null oder ja, fast Zero Calories Nudeln. Und ich habe noch Tesa gebraucht. 69 Cent oder so. Richtig günstig. Dann habe ich diesen Serum mitgenommen, weil ihr wisst, bei jeder Besuch muss ich ein Serum mitnehmen. Und zwar Wrinkle Smooth Serum. Ja, so viele Falten habe ich nicht, seht ihr schon. Aber trotzdem, ein bisschen was ist da. Und ja, diese Version habe ich nicht. Ich habe die orangene und die blaue, aber die habe ich nicht gehabt und deswegen das Serum mit. Dann habe ich zwei neue, also zwei, eine neue Maske entdeckt. Es gibt, und es kostet nur 1 Euro etwas, die Glow Unique Mask Sensation Collection. Habe ich zweimal mitgenommen. Und zwar, You're worth four, five times more than gold. Unique Mask, Moisturizer, einmal eine Gold Hydro Gel Mask, eine Gold Peel Off Mask, yes, Gold Nose Pore Strip, Gold Clay Mask und Gold Eye Sheet Mask. Und der Preis, also ich meine, 1,99 haben die und da sind fünf Masken enthalten. Und deswegen dürft ihr die zweimal mit. Ich hoffe, dass die, wenn die gut ist, dass die nicht ausverkauft ist. Dann, weil ich ziemlich viele Verlosungen mache und Pakete, ich habe mir noch so ein Rose Garden Heftchen gekauft mit so schönen Muster, dass ich das als Karte benutzen kann. Das ist als, ne, dabei, wenn ich ein Paket verschicke, dass ich da was schreiben kann. Und natürlich habe ich mir 1000 Boxen geholt. Aber ich habe für meinen Sohn Magic Tricks gefunden. Die gibt es für 70 Cent, meine ich. Und es sind verschiedene. The Magic Cup Trick. Hier sind so drei kleine Behälter und vier kleine fusselige Bälle und die Instruktionen sind drinnen und da steht zum Beispiel, man macht so, als würde ein Ball durch alle anderen Behälter durchfallen, also runterfallen und so. Jede Menge interessante Sachen. Ich habe meinem Sohn nur das gegeben, weil wenn ich ihm alles gebe, da kommt die, nee, dann gibt es The Magic Coin Case. Schaut so aus. Also ich habe die nicht ausgepackt. Die sind immer noch versiegelt, weil wie gesagt, ich gebe ihm einer, dass er sich dran gewöhnt und dann machen wir weiter mit einem anderen. Dann The Magic Nail Box. Ich kann mir vorstellen, dass da in diese Kiste dieser Ball reinkommt und dann tut man mit den Nägeln da rein und dann angeblich wird dieser Ball zerstört. Kann ich mir vorstellen. Ja, die habe ich zweimal geholt, weil wir auch Besuch kriegen werden und das verschenke ich den Kleinen. Dann The Magic Key Trick. Etwas mit einem Schloss. Keine Ahnung, wie gesagt, die habe ich nicht aufgemacht. Dann The Magic Wood Block. The Magic String Trick. Und The Magic Dice Trick. Mit irgendwelche Würfeln, keine Ahnung, bestimmt macht Spaß, bestimmt wird es was Schönes. Ja, und für unser kleiner Besucher habe ich noch die zwei Sachen besorgt: einmal Growing Egg Dinosaur und einmal Turtle. Also, diese Eier tut man in Wasser und das wird dann brüchig, schmilzt. Dieser Schale und drinnen befindet sich ein Dinosaurier oder hier eine Schildkröte.
Finde ich süß. Die habe ich zuerst bei der lieben Frühlingsrolina in die Osternversion entdeckt. Und jetzt in dieser Version habe ich die auch mitgenommen. Und natürlich jede Menge Boxen. Ich habe schon ein paar Sachen in unser Dachboden ja, getragen. Ein paar Schränke ausgeleert mit Deko, was ich momentan nicht benutzen kann. Ne? Also Osterdeko oder Weihnachtsdeko. Die Sachen brauche ich hier nicht. Ne? Nur wenn es tatsächlich so weit ist. Von daher, ja. So, was noch? Das war mit Action. Viel ist es nicht. Mach mal die Box zu, ne? Und versteck mal die Sachen. Dann habe ich Sachen zugeschickt bekommen. Und ja, ich habe von Odolmet 3 ein Paket bekommen. Richtig schön war die ist die Verpackung. Nimm teil an der Odolmet 3 Superhelden Challenge. Und da ist diese Mundspülung drinnen gewesen. Ups. Genau. Genau. Aber das ist richtig spät bei mir angekommen, weil hier steht, man soll die dass man an diesem Gewinnspiel teilnehmen kann, sollte man bis 5. Juni einen Beitrag posten. Aber das ist bei mir Mitte Juli angekommen. Von daher kann ich nicht mitmachen. Aber ich zeige euch, dass wir die gut benutzt haben. Mein Mann nimmt die grundsätzlich. Ich habe die auch schon 2-3 Mal probiert. Ich werde die, wenn ich... Ich habe noch oben was, wenn ich die aufgebraucht habe, ich werde die bestimmt nachkaufen, weil die ist sehr angenehm. Die ist sehr angenehm, brennt nicht, die ist richtig angenehm. Ja, so. Dann habe ich von CD eine Deo-Creme zugeschickt bekommen. Und eine ist für mich und eine ist für eine Freundin. Dann... Einer von euch ist meine Freundin dann und ich werde eine davon verlosen, weil ne, ich werde nicht zwei behalten. Es ist einfach nur schön so. Eine werde ich, wie gesagt, verlosen und die andere zeige ich euch, wie die ausschaut. Es ist in so eine Dose und die riecht frisch. Die riecht cremig frisch. Ja, meine lasse ich so in so die Unverpackung schmeiße ich weg, dann weiß ich genau, dass es meine ist. Und die könnt ihr heute noch gewinnen. Und es gibt noch was zum Gewinnen natürlich. Dann habe ich von Nuvo Eye Contour Bio Line eine Augenkonturcreme zugeschickt bekommen. 30 Milliliter, also ne? Und Spender. Die Creme ist richtig, richtig gut. Ich habe keine hohen Erwartungen gehabt, aber die ist richtig gut. Die ist aber mit Schneckenschleim. Ne? Also sage ich, wer vegane Produkte sucht, das ist nichts für euch. 6 Monate haltbar. Also dann, wenn ein Produkt wenig haltbar ist, denke ich immer, dass es gut ist. Sehr wenige Konservierungsstoffe drinnen sich befinden. Gibt es bei Amazon, ich werde es euch verlinken. Ich finde es richtig gut, also meine Augenpartie ist mit Feuchtigkeit versorgt. Ich finde, dass die gut pflegt und ja, 30 Milliliter, eine gute Augencreme kostet in der Drogerie um die ja, zwischen 5 und 10 Euro. Ungefähr, ja, gibt es auch für 2-3 Euro, aber ich würde sagen, mindestens ein Fünfer. Und ja, das ist wie gesagt ein bisschen preiswertiger, aber auch von Inhaltsstoffe und von Effekt ist ein bisschen besser. Also schaut unbedingt mal rein, ich werde es euch verlinken. Ist Werbung, weil zugeschickt bekommen, aber das ist meine Meinung, ihr wisst das.
So, dann war die liebe Biene bei mir und sie hat mir zwei Produkte gebracht, die sie nicht mehr benutzen tut oder kann oder ne, mag. Und einmal ist das diesen Blush von Revolution in die Farbe Baked Peach. Hier sieht er richtig dunkel aus, aber ist er nicht. Und ich tue es euch swatchen. Ist sehr intensiv, aber ne, die Farbe sieht relativ schön aus. Und dann, mein Gott, und ich habe gedacht, sie spinnt. Von Too Faced Sun Bunny, den habe ich tatsächlich auch in klein und sie kommt damit nicht klar. Ich habe gesagt, ja, okay, kannst mir geben, natürlich. Und diese Verpackung ist erstmal mega. Und der Bronzer schaut so aus, man kann ihn auch im Sommer und im Winter, umgekehrt im Sommer und im Winter benutzen. Sie hat es ein bisschen benutzt und hat ein hartes Pan bekommen, aber das kriege ich schon hin, ist nichts Neues. Ich habe schon mal Hardpan bei anderen Produkten, wenn man, ne, sieht man ein bisschen, ist kein Problem. Ein Hardpan bekommt man, wenn man mit einem festeren Pinsel ein paar Mal reingeht und dann dieser Hardpan wird entfernt. Ich versuche es zu swatchen, aber ich glaube momentan, ja, ich bin viel zu gebräunt. Dass ich noch was, ich gehe grundsätzlich in den dunkleren. Ja, jetzt wird man was erkennen. Ja. Und er hat einen leichten Schimmer. Wie gesagt, ich habe es in klein und ich finde sie mega. Vielen lieben Dank, Dina, wenn du mein Video anschaust. So, und dann bei der liebe Ilonka, High-End Love. Auf Instagram und ihr Blog heißt auch so High End Love, doch High End Love. Sie hat von einer Aktion von Estée Lauder geredet und es gab auch einen Code, Instagram hieß der, und da gab es verdammt viele Goodies und ich bin ganz dezent. Eskaliert. Gut, man könnte ein Mini shoppen und dazu gab es Goodies und dann zeige ich euch genau, wie das passiert ist. Ich habe mir einmal den Advanced Night Micro Cleansing Foam bestellt. Das ist ein Reinigungsschaum. Ne, das kommt als Creme raus und man schäumt das auf, also wie eine Seife. Ne? Und die wollte ich schon lange probieren. Ich habe ich schon in ein Sachet gehabt und ich fand es gut. Also das habe ich mir bestellt für um die 5 Euro etwas und dazu gab es gratis. Einmal den Advanced Night Repair Serum. Dann einmal die Revitalizing Supreme Plus Night Intensive Restorative Cream, eine Nachtcreme, 5 ml und der Serum sind 7 ml, mega. Dann gab es ein Amped Up Lashes Primer und Mascara Duo. Voll krass. Und zwei Sachets gab es auch noch dazu, zwei Mini-Proben. Einmal The Mattifier Shine Control Perfecting Primer habe ich mir geholt. Den Illuminating Primer finde ich sowas von geil. Und dann gab es diese Revitalizing Supreme Global Anti-Aging Cell Power Cream. Die habe ich mir auch geholt. Und noch dazu waren das? Nee. Es gab nur ein Sachet. Es gab nur ein Sachet, genau, weil ich schaue mir jetzt gerade und ich komme nicht dazu, zu meiner ganzen Bestellung. Also es gab ein Sachet und diese Set noch dazu. Die waren automatisch dabei, Serum und Nachtcreme. Und die waren als Gratiszugabe, könnt ihr sie machen, wenn man raussuchen. Genau. Das ist von einer anderen Bestellung. Aber zu dieser Bestellung gab es noch dazu, als wäre das nicht genug. Eine Tasche und die ist so, so süß. Ich habe die nicht einmal ausgepackt, also ganz ausgepackt.
weil ich habe gesagt, okay, wir machen das zusammen. Ich habe die nur aus der Verpackung rausgeholt und die ist so süß und man kann die auf dem Schulter tragen. Die kann man auch so schön tragen und die kann man auch so als Umhängetasche. Ach, das ist so süß. Schaut mal. Ach, so schön. Also genau richtig für wer eine kleine Tasche haben mag. Richtig süß. Richtig süß. Ich habe noch eine kleine von Sandrine, die ist ungefähr so klein, aber die ist schon eine größere Größe und die von Sandrine ist ein bisschen mehr ins Orange und die ist ein bisschen rot. Es ist egal. Ja. Und da ich zweimal bestellt habe, habe ich auch eine für euch. Ganz original verpackt. Die eine zusammen mit dieser Deo-Creme könnt ihr dann gewinnen. Alles, was ihr dafür tun müsstet, ist natürlich mein Abonnent sein. Erzählt mir, was aktuell euer Lieblingspflegeprodukt ist, egal ob Drogerie oder High-End. Und ja, ich schreibe euch in die Infobox, wie lange dieses Gewinnspiel läuft. Und ja, wie gesagt, ich musste nochmal bestellen und ich habe gesagt, auf jeden Fall teile ich das mit euch. Dann habe ich, wie gesagt, den zweiten Set nochmal bestellt. Wieder diesen Mikro-Cleansing-Fond, wieder das und passende Serum- und Nachtcreme. Und dazu diese Mikro-Essence Skin Activating Treatment Lotion. Und nach zwei Tagen, ne, nach einem Tag, ich habe mir überlegt, weißt du was, schau mal, was es noch gibt. Ich habe gesehen, dass viele von meinen, weil ich bin schon längst Estée Lauder Kunde, ich habe gesehen, dass viele von meinen E-Mails im Spam gelandet sind. Und da habe ich noch eine E-Mail gefunden mit den Links für Mini-BB-Cream und Mini-Foundation. Und da habe ich dann noch zwei Bestellungen getätigt, diesmal ohne diese Mascara-Set und ohne die Tasche. Die gab es nicht mehr, aber mir war wurscht. Ich wollte die kleinen Versionen noch haben für 8 Euro etwas. Einmal die Daywear BB Cream in die Farbe Medium und die ist für jetzt perfekt für mich. Und ich weiß, die liebe Franka liebt es auch. Wenn ich nicht vergesse, verlinke ich euch ihr Kanal. Die hat es auch erwähnt in ihr letzten aussortiertes Video und deswegen wollte ich das unbedingt nochmal haben. Hier sind 15 Milliliter drin. Wie gesagt, dazu gab es auch wieder diese zwei Goodies, die Nachtcreme und ein Serum. Und ich dürfte mir noch Proben raussuchen. Double Wear in Ivory und irgendwo fliegt noch einer. Egal. Wieder diese Treatment Lotion und nochmal Double Air in Ivory für diese Bestellung, wo es wieder diese Zugabe gab. Und hier haben wir Double Wear, die Foundation mit SPF 10, auch eine richtig gute Foundation. Diesmal gibt es in die Farbe, genau, Desert Beige, was mir jetzt viel zu hell ist, aber ich habe Pebble noch da. Und dann werde ich die mischen und natürlich etliche Proben davon. Und dann werde ich die zusammen mischen und dann kann ich, sage mal, bis Winter diese Foundation benutzen. Aber sehr gespannt bin ich tatsächlich auf diese BB-Creme, weil jetzt zum Beispiel, wenn ich in die Arbeit wieder gehe, benutze ich nur BB-Creme. So, das war's mit meinem Haul. Es ist wieder viel. Nicht vergessen, es läuft ein Gewinnspiel und ihr braucht mir nicht sagen, ja, du tust uns verlosen Sachen, die du kostenlos zugeschickt bekommen hast. Das machen sehr viele YouTuber und ja, ich finde es schade, weil mich haben eigentlich diese Sachen interessiert. Und vielleicht jemand wünscht sich doch diese Tasche und ja. Ich muss mich nicht rechtfertigen, ne? Oder? So, ja, genau. So machen wir das. bleibt mir gesund. Danke, dass ihr dabei seid und wir sehen uns beim nächsten. Ciao.